Willkommen zurück, meine verehrten Schamanen. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Shaman King. Und ja, weil ich 5 Reacts am Stück aufgenommen habe und meine Stimme jetzt ein bisschen gecrackt ist, werde ich ein bisschen ruhiger kommentieren heute. Ich denke, das dürfte nicht das größte Übel werden. Ist jetzt sowieso nicht die populärste Spielerei und die wenigen Personen, die das schauen, werden es wahrscheinlich im Hintergrund tun. Und im letzten Part haben wir Ren und seinen Vater geschlagen in sehr wilden Kämpfen, muss ich gestehen. Wait. Ich würde sehr gerne mein Inventar mit Hamburgern füllen. So, und jetzt, please come again. Sichern wir das Ganze und gehen hier unten weiter. Wir haben jetzt auch neue Fähigkeiten. Oh. Ich habe Eliza rausgenommen wegen der Vergiftung. Reingenommen. Wir haben ja jetzt neue Fähigkeiten. Lass mich erstmal drüber schauen. Tokagero kann ich rausnehmen für Rapid Tempo soll Grand Tau drängen. Ach, genau. Zum Ausgang, wenn du ihn passiert hast. War es nicht so, dass ich jetzt mit Grand Tau. Ah, ich kann nicht die Weltkarte bereisen. Ich kann nur zu Ausgängen springen. Das heißt, ich könnte jetzt das hier machen. Und er bringt mich zurück. Wenn ich das nochmal mache, dann komme ich auf die andere Seite. Okay. Gut, das ist fair. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich jetzt frei über die Weltkarte gehen kann, aber kann ich nicht. Ist aber nicht so schlimm. Es ist immerhin etwas, womit man arbeiten kann, denke ich. Okay. Okay. Ich glaube, das ist wirklich nur dazu da, um hier einfach runter zu hüpfen. Ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe in der letzten Zeit alles andere als Shaman King-like Spiele gespielt. Was ich irgendwie jedes Mal sage, wenn ich einen Part aufnehme, oder? I guess. Aber ist ja auch nicht so wild. Oh, okay. Es ist wirklich nur ein Up-Down. Okay. Wir haben jetzt 2 Pfade. Einmal den hier, einmal den hier. Aber ich habe keine Ahnung, wo genau es jetzt weitergehen sollte. Deshalb denke ich, gehen wir mal hier lang. In allen anderen Fällen kann ich einfach mit unserem Grand Tau Dragon wieder zurückhüpfen. Warum kämpfe ich eigentlich gegen euch? Wait, ich habe dich nicht getroffen. Ich dachte, ich kann dich Max Range treffen, aber scheinbar nicht. Na komm, geh doch. Okay, ich habe gerade gesehen, dass es mehrere Ticks gibt, die Bason Schaden macht. Das heißt, Bason ist tatsächlich gar nicht mal zu verkehrt als Fähigkeit. Komm her. Boom. Aber man muss näher dafür dran stehen. Okay, das ist auch nur so ein Übergangslevel. Das heißt, ich kann hier natürlich auch wieder. Wait, machen wir es einfach so. Ich mache es einfach so, dass ich dich jetzt so lasse. Dann kann ich einfach immer schnell durchswitchen und muss nicht die ganze Zeit die Kids wechseln. Dann kann ich nämlich einfach das hier machen. Sehr easy. Aber wo muss ich als nächstes lang? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh, never mind. Jo, da drüben ist jemand. Sieht aus wie ein schwebender Geist. Wer ist da? Zeig dich. Hallo, alter Freund. Das ist der Schmied, der das Schwert von Amidamaru wiedergestellt hat. Diese Stimme. Muske? Lange ist's her. Wie geht es dir? Du siehst gut aus, Muske. Ich dachte, du hättest die ganze meine Arbeit hier ist getan, Nummer abgezogen und wärst in die Geisterwelt entschwunden.
Es freut mich, dich wiederzusehen, Fräulein Anna. Nochmal danke für das, was du getan hast. Das ist ja ein tolles Timing, Muske. Willst du mein Schutzgeist sein, bis wir diese kleinen Abenteuer hinter uns gebracht haben? Was schlägst du da vor? Dass Muske und ich zusammenarbeiten? Daran würde ich Anstoß nehmen. Oje, die beiden können es nicht lassen. Immer wieder Ruhe, Leute. Seid nett zueinander, ja? Fürs Erste werde ich euch wohl begleiten. Mit der kombinierten Seeleneinheit von Amidamaru und meiner Wenigkeit wirst du das Grand Halo Blade ausführen können. Okay. Ich meine, das ist nice, aber... Wir haben natürlich das Problem, dass wir keine Ahnung haben, ob das uns jetzt sehr viel weiterbringt, oder? Und ich muss sie auf einen anderen Slot bringen. Oder ich lasse es so. Ich lasse es einfach so. Okay, never mind. Weil Muske gibt uns passiv 3 Damage. Okay, hier kann ich jetzt durchsliden. Wait. Machen wir es anders? Also den Grand Tower Dragon. Da kann ich hier Li Pai Long und reinnehmen. Und zack. Slide einfach hier durch. Und gehe wieder zurück. Okay. So, jetzt kann ich mit dem Grand Tower Dragon nach unten hüpfen überall. Aber ich frage mich immer noch, wo ich hin will. Na gut. Wir machen das mal so. Ich meine, was soll schon passieren, nicht wahr? Außer, dass ich unser aller Zeit verschwende. So wie der Grand Tower Dragon, wenn er gespawnt ist. Wir haben jetzt den Pfad da unten. Wir haben noch einen Pfad da unten. Und... Also wir haben 3 Möglichkeiten derzeit. Ich gehe erstmal links den Pfad ab. Wobei ich glaube, da kommen wir nicht lang. Aber ich kann ja mit dem Grand Tower Dragon einfach überall jetzt hinspringen, also passt das ja. Ein bisschen umständlich, aber nicht das Schlimmste. Vor allen Dingen durch so ein Level wie das hier, da skippe ich sehr gerne durch. Ich finde es ironisch, dass er überhaupt Furioku kostet. Weil er im Prinzip ja gar nichts weiter... Oh, wait. Okay, hier komme ich nicht hin. Weil er im Prinzip ja gar nichts weiter tut, als uns an den Level-Eingang zurücksetzen. Und dann geht es ja sowieso raus aus dem Level und wir haben ja im Prinzip sofort... Na, beziehungsweise nicht ganz. Doch, wir haben sofort wieder das Furioku. Das heißt, das ist eine ziemliche Verschwendung. Es gibt keinen Grund, dass er Furioku kostet. So. Oh. Okay. Ah, willkommen, Yo Asakura. Willkommen aber, das ist Yos zu Hause. Glaube mir, das hier zu überreichen. Das Schwert des Donners. Als Belohnung dafür, dass du so weit gekommen bist. Wir bekommen wirklich noch ein Schwert-Upgrade. Das ist ja nice. Oh, es war nicht sein Vater, das war sein Onkel. Sei kein Narr, Onkel. Du kannst doch nicht so einfach unser Familienschwert weitergeben. Was zum Geier machst du eigentlich hier? Ich dachte, dass du lernen wolltest, etwas großzügiger zu sein. Ren. Sorry, Leute, ich hab's wirklich gerade ein bisschen in den Hals. Ich werde jetzt auch mit dem Voice Acting lassen oder beziehungsweise mit der Stimme verstellen. Voice Acting ist es ja nicht. Ist ja schon gut, okay. Er kann es haben, vorerst. Wenn du es als Basons Medium einsetzt, kannst du den Spezialangriff Golden Thunder Impalement ausführen. Nett. In der Tat nett. Damn, hier ist so viel los. Was für eine Gang. Okay. Dann skippe ich jetzt hier runter. Und es ist sehr gut, dass wir ein verstärktes Schwert haben. Weil ich habe wirklich ein bisschen Angst davor gehabt, dass... Oh ja, hier geht's also lang, verstehe. Dass wir damage-technisch nicht mehr hinterherkommen, aber es wirkt irgendwie nicht so, als würde ich gerade mehr Schaden machen. Ne, ich habe auch... Ich habe auch das Lichtschwert hier weiterhin. Was für Donnerschwert? Ich sehe es hier drüben. Oh, verstehe. Oh, das ist kein Damage-Upgrade gewesen. Das ist
Einfach nur, um Basonnenheil zu verstärken. Verstehe. Okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bason einsetzen sollte, haben wir jetzt das Great Thunder Impalement oder wie auch immer das heißt. Golden Thunder Impalement. Ah. Aber das heißt, ich kann nicht mehr zurück zu dem alten Angriff. Das ist auch ein bisschen schade. Denke ich zumindest. Ah, setzen wir hier noch Tokagero hin. Falsche Richtung. Wir wollen natürlich... Wait, oder komme ich... Nee, ich komme da auch hoch, oder? Ich wollte eigentlich erst hier durchsliden, aber ich glaube, da geht's weiter. Nee, ich komme nicht hoch. Ich brauche doch den Greifhaken oder was auch immer ich hier benötige. Und dann gehen wir hier hin. So. Und dann gehen wir dahin zurück. Diese bombenwerfenden Skelette, die sehen so bedrohlich aus. Ich habe auch gerade wieder den größten Fehler überhaupt gemacht. Brain Halo Blade. Oh mein Gott, das war Schaden. Hat zwar nicht gereicht, um die silbernen Viecher niederzumähen, aber... Ja. Ist auf jeden Fall was, wenn wir Gegner haben, die nicht so schnell angreifen, können wir die mit dem Brain Halo Blade im Prinzip sehr, sehr einfach töten. Damn. Ah. Wollte euch eigentlich mit einem schönen Swipe töten, aber das war nix. Okay, bei ihm beispielsweise funktioniert das Great Halo Blade natürlich großartig, wenn man nicht gerade von Bomben beworfen wird. Das ist mein Fehler, den ich gemeint hatte. Ich hatte nicht gespeichert. Na gut, wir wissen, wo wir hinwollen. Das heißt, wir machen mal einen kurzen Cut und wir sind auch sofort wieder hier. Bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück in dem Gebiet. Ich habe ordentlich Schaden genommen. Die Gegner hier, die sind echt nicht ohne. Und ich hätte fast schon wieder den Fehler gemacht, dass ich hier nicht speichere. Aber mir ist noch rechtzeitig aufgefallen. Okay. Puh. Es ist wirklich ziemlich stressvoll, wenn all das Zeug hier so viel Schaden macht. Also stressig. Und gleichzeitig die Skelette einen die ganze Zeit mit den Bomben bewerfen. Von überall, wenn man nichts dagegen tun kann. Der einfach überhaupt einen F darauf gibt, hier der Große. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt drüber kann. Ich glaube schon. Aber es ist hart, ihn zu bekämpfen von der Distanz aus. Okay, ich habe ihn. Aua. Gar nicht gut. Okay, ich konnte mich noch retten. Jetzt lasse ich das Gift einfach rauslaufen. Jetzt sehe ich ja, ob ich hier was machen kann. Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich brauche hier eventuell einen Doppelsprung, den ich immer noch endlich haben will. Oh mein Gott, was? Du warst, glaube ich, auch einer von Sekis Leuten und natürlich machst du so einen Tackle. Ah. Okay, ich kann dich gerade an der Position nicht bekämpfen. Okay, jetzt habe ich dich. Fußballer. Du heißt einfach Fußballer. Das ist wirklich mies, dass er Fußballer übersetzt heißt. Nicht mal Footballer. Er heißt einfach Fußballer. Okay. Also ich brauche insgesamt 8 Schläge, wenn ich 2 volle Kombos mache für dich. Alles klar. Huje, huje, huje. Der Stresspegel steigt.
Und da kam noch eine Bombe geflogen. Okay, ich glaube, habe ich das gerade richtig gesehen, dass ich 6 Schläge benötige für einen der silbernen normalen Mobs. Aua. Ich wünschte, das Schwert, was wir bekommen haben, also das Bason-Schwert, das hätte uns tatsächlich ein Damage-Upgrade gegeben. Wir hätten es auf jeden Fall für dieses Gebiet gebraucht. Die Gegner sind halt echt rabiat. Okay. Wir sind immer noch nicht am Ende. Oh mein Gott, diese Fabrik. Die macht mich gerade richtig fertig. Beziehungsweise nicht eine Fabrik, das sind Warenhäuser. Okay. Brand Halo Blade. Was? Das hat nicht gereicht, um dich zu töten? Das war enttäuschend. Mir geht auch langsam das Geld aus und meine Heil-Items. Das heißt, ich hoffe, das Level ist gleich vorbei. Komm bitte. Jawohl. Huh, gefährlich. Gefährlich. Sichern und weiter geht's. Was? Okay, ich gerade Bullshit. Du kannst mich an dem Punkt auch einfach umbringen, weil das einfach so viel Bullshit gerade war. Na komm. Oh, ganz schlimm. Da wurde ich vom fliegenden Vierecken erschossen. I'm out of Furioku. So. Jetzt nochmal richtig. Come on! Ich glaube halt wirklich, dass das ist, wie man es machen soll. Das ist ein bisschen blöd. Oh mein Gott, was? Konami hat ja auch wieder alle Register gezogen, um das so mies wie möglich zu machen, nicht wahr? Wie haben sie gedacht, ja, das Fabriklevel in Castlevania Bloodlines. Das ist schon so unser Lieblingslevel. Lass das mal in Shaman King Master of Spirits reinmachen. Und es macht so unendlich viel Schaden. Wir finden halt auch echt nicht mehr viel an Schätzen oder Heil-Items. Was ein bisschen problematisch ist. Weil ich ohne die beiden Sachen natürlich nicht vorwärts komme. Hm, na komm. Da drüben ist eine Seele. Okay, schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Offensichtlich tun wir das. Uriel. Was macht Uriel? Gabriel hat uns ja das Licht gebracht. Uriel, Schaden durch einen Grubensturz. Schaden durch einen Grubensturz. Haben wir überhaupt jemals Fallschaden im Spiel genommen? Achso, nee. Mit Grubensturz ist, wenn ich ins Leere falle. Und dann wieder mal rum mich rausziehen muss, gemeint. Verstehe, verstehe. Oh, oh mein Gott. Ich hasse diese Hunde. Da drüben ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss ja auch noch lang. Oh mein Gott. Wie hat das getroffen? Na gut. Oh wait. Hä?
Wie soll ich da jetzt wieder hochkommen? Gibt's hier irgendwo was, wo ich hochhüpfen kann? Wenn nicht... Oder kann ich hier irgendwo... Ah, ich kann hier rausleiten, oder? Ja. Okay, das ist nicht gerade transparent gezeigt worden, bin ich ehrlich. Durch den Hintergrund. Ah gut, dann noch einmal. Okay, das lief gut. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was zur Hölle? Und dann kommt der dämliche Hund und bringt mich um. Okay, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war gerade wirklich mehr als mies. Und bis dahin, macht's gut.